Hallo YouTube, ich bin Ultimate Spin Dash und ich zeige euch heute die Amprax in Warframe. Die Amprax ist ein Korpusgewehr aus dem Energielabor des Clan Dojos. Es feuert einen kontinuierlichen Strahl, der Elektroschaden verteilt. Hinzu kommt, dass von getroffenen Zielen Blitze ausgehend die Gegner im Umkreis Schaden zufügen. Dadurch wird die Amprax zu einer großartigen Crowd-Control-Waffe. Ihr bekommt die Blaupause für die Amprax im Energielabor des Clan Dojos, nachdem ihr die entsprechende Forschung beendet habt. Beachtet, dass ihr für den Bau der Amprax 3 Argon-Kristalle und ganze 8 Fieldruns benötigt. Zudem benötigt einen Meisterschaftsrang von 5 oder höher. Alternativ gibt es die Amprax fertig mit einem Waffenslot und einem Beschleuniger für 225 Platin. Gegen einzelne Ziele ist die Amprax sehr ineffizient, insbesondere aufgrund ihres hohen Munitionsverbrauchs und ihres geringen Grundschadens. Daher solltet ihr die Amprax eher gegen Gruppen einsetzen und einzelne Ziele mit euren Fähigkeiten und anderen Waffen angreifen. Die Amprax hat sehr hohe Status- und Crit-Chancen. Die Crit-Chance bekommt ihr leicht über 100%, wodurch ihr rote Crits bekommen könnt. Der hohe Status zusammen mit der Tatsache, dass die Amprax nur mit Elektroschaden kommt, ermöglicht es euch, Gruppen effizient mit Debuffs zu versehen. Beachtet aber, dass die Amprax eine Reichweite von 18 Metern hat. Normalerweise haben meine Waffen eine Regel, nach der ich sie modde. Aufgrund der hohen Crit-Chance der Amprax bricht diese Waffe aber diese Regel, was ich gut finde, da ich erstmals seit langer Zeit schwere Entscheidungen darüber treffen musste, welche Mods ich einbaue. Mein Bild besteht aus Einkerbung, geteilter Kammer und schwerem Kaliber, da dieses scheinbar keinen negativen Effekt auf die Amprax hat. Der nächste Mod ist eine Entscheidung, die ihr treffen müsst. Ich habe mich für Metallbohrer entschieden, da ihr damit mehrere Ziele mit dem Hauptstrahl treffen und mehr Kettenblitze erzeugen könnt. Alternativ funktioniert auch ein Munitionswandler, falls euch auf die Munition ausgeht, und das ist mit der Amprax gar nicht so unwahrscheinlich. Oder ihr nehmt kritische Verzögerung. Diese erhöht eure Crit-Chance und senkt eure Feuerfrequenz, wodurch die Waffe eure Munition nicht so schnell verbrennt. Es folgt die Element-Kombo, die in diesem Fall nur aus zwei Mods besteht. Dies ist von euch bzw. euren Gegnern abhängig, versucht aber wenigstens von einer der Mods die Dual-Stat-Version zu nutzen, sofern ihr Zugriff drauf habt. Dadurch erhöht ihr eure Statuschance und spart Modkapazität. Zum Schluss kommen Punktangriff und Scharfsinn. Damit kommt ihr auf eine Crit-Chance von 125% und einen Multiplikator von 4,4. Ihr solltet außerdem wissen, dass Hammerschuss sich mit seiner erhöhten Statuschance und erhöhtem Crit-Multiplikator perfekt für diese Waffe eignet. Ich persönlich habe aber keinen Platz dafür gefunden. Da die Amprax keine eigenen Polaritäten besitzt, benötigt ihr eine Menge Former. In meinem Fall waren es ganze 6. Das Ergebnis dieser Investition ist ein Crowd-Control-Monster, das Gruppen von Gegnern sehr schnell erledigt, solange diese noch nicht zu stark sind. Wie findet ihr die Amprax und über welche Waffen soll ich noch Videos machen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen, wir sehen uns im nächsten Video.